NPD hatte am vergangenen Donnerstagvormittag in Rostock kurzfristig eine Kundgebung angemeldet. Auch eine spontane Gegendemonstration konnte noch kurzfristiger organisiert werden. Rund 300 Rostocker sorgten mit Trillerpfeifen, Megafonen und Sprechchören dafür, dass von der lauten und langen Rede des stellvertretenden Bundesvorsitzenden Udo Pasteurs nur noch Bruchstücke zu verstehen waren. Die rechtsextreme Demonstration wurde von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert. Diese hielt gegen Demonstranten außerhalb der Wurfweite. Der tägliche Wochenmarkt musste an diesem Tag auf den Universitätsplatz umziehen. Nach anderthalb Stunden war der Auftritt der NPD vor einem leeren Platz beendet. Jetzt wird es schwierig für die Autofahrer in Güstrow. Mit der Bundesstraße 103 wird bis Ende nächsten Jahres eine wichtige Verkehrsader der Barberstadt von Grund auf erneuert. Bis voraussichtlich in den November 2014 hinein werden in diesem Bereich nicht nur neue Straßen entstehen, auch die Geh- und Radwege werden gemacht, samt der Regenwasserkanäle und aller Leitungen in diesem Bereich. Mehrere Ampelknoten werden zudem umgebaut, damit in Zukunft der Verkehr auf der grünen Welle zwischen der Goldberger Straße und dem Krankenhaus rollen kann. Das Bauvorhaben kostet rund 8 Millionen Euro, rund 6 Millionen davon kommen vom Bund, 2 Millionen Euro investieren die Stadtwerke und der städtische Abwasserbetrieb. Die Getreideernte in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen. Die Landwirte erwarten sehr gute Erträge. Von insgesamt 570.000 Hektar Wintergerste sind bereits etwa 121.000 Hektar abgeerntet. 70 Dezitonnen pro Hektar werden erwartet. Das wäre ein überdurchschnittliches Ergebnis. Zunächst jedoch bleibt noch viel zu tun. Raps, Weizen und Sommergerste stehen noch aus. Wetterkapriolen können das Ergebnis immer noch beeinflussen. Das Landwirtschaftsministerium steuert Agrarinvestitionen, Bodenpolitik und ökologischen Landbau. Landwirtschaftsminister Till Backhaus kennt die Herausforderungen, mit denen es die Landwirte in diesem Jahr zu tun haben. Na, wir haben ja auf der einen Seite ein sehr nasses und späten Frühling gehabt. Das heißt, die Frühjahrsbestellung, gerade auch für den Gemüsebereich, war nicht ganz einfach. Aber auch die Sommergetreidearten waren schwer in den Boden zu bekommen. Wir haben ja auch einen lang ausgedehnten Winter gehabt. Ja, wenn man sich überlegt, viele haben es vielleicht schon vergessen, wir hatten zu Ostern noch Schnee und Minustemperaturen. Da heißt es sonst eigentlich im Märzen, der Bauer die Rösslein anspannt. Das war gar nicht möglich. Insgesamt ist an manchen Orten durchaus eine Spitzenernte möglich. Nächste Woche besuchen wir einen Landwirt aus der Region und schauen, was sich hinter den großen Zahlen verbirgt.